über den Besucherrekord, den wir dieses Jahr haben, bin ich sehr, also sehr stolz auch. Und dass die Entscheidung, die wir getroffen haben, die uns nicht leicht gefallen ist, weil der November so der touristisch schwächste Monat ist. Und da haben wir immer überlegt, funktioniert das? Theoretisch konnte es funktionieren. Die Gäste haben hier keinerlei Ablenkung im November. Und von daher konnten Filme hier in diesem schönen Hotel durchaus laufen. Und ja, und das hat funktioniert und die Besucher und das Publikum hat es uns gedankt. Wir haben eine gute Meinung. Wir sind, freuen uns über die Filme, machen hier eine Woche Urlaub und haben es genutzt, hier auch einige Filme anschauen zu können. Es ist eine super Location, die wir hier haben. Also ich bin von Beruf Architekt und schaue mir dadurch das Haus auch immer so ein bisschen an. Es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, alle können sich wohlfühlen. Und vom Ablauf, vom Haus, von dem Equipment, was da ist, von der Betreuung durch die Kurverwaltung, kann ich nur sagen, eine Eins. Oh, das war ganz toll. Also natürlich der Strand, ne, Ahrenshoop, aber auch meine Jurykollegen dann das Privileg zu haben, 3 Tage lang tolle Filme zu schauen. Also war wirklich ganz toll. Dieses Hotel, sehr viele sympathische Menschen kennengelernt, über Filme gesprochen. Das, was wir alle zusammen gemacht haben, ist nochmal eine Steigerung von dem, was die Jahre davor gewesen sind. Es ist noch herzlicher, es ist noch lockerer, es ist noch freundschaftlicher, es ist noch familiärer. Wir sind auf dem Weg, den wir vorhatten einzuschlagen. Macht einen Riesenspaß. Also ich fand es großartig. Ich finde es hier an der Ostsee in Ahrenshoop einfach wunderschön. Ich finde es auch hier im Ambiente, in diesem Haus einfach toll. Also hier kann man sich wohlfühlen und ja, es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier war, weil es einfach schön ist. Schöne Atmosphäre und entspannt vor allem. Ich finde es ein wahnsinnig herzliches, schönes, kleines Festival. Ich war auf vielen größeren Festivals, wo man zum Teil sehr unpersönlich anwesend ist. Und hier finde ich es wahnsinnig schön, dass die Filme handverlesen sind. Es laufen wenige Filme, aber dafür sind die eben sehr präzise ausgewählt. Und ich fand auch das Gespräch mit dem Publikum extrem intensiv. Also das hätte ich so auch nicht erwartet, dass man dann so ein Q&A danach hat, was fast nicht mehr aufhört. Es war großartig, dass wir das geschafft haben mit der Kurverwaltung, mit allen, die hier an dem Event gearbeitet haben. Das freut uns sehr, dass Wagnis im November die Ahrensuper Filmnächte stattfinden zu lassen, ist komplett aufgegangen mit diesen tollen Filmen, mit dieser fantastischen Jury, also ein rundrum gelungener Jahrgang. Wir wollen das zu einem festen Termin jetzt etablieren und nicht noch weiter verschieben. Und wir wollen das jetzt immer vor dem dritten Samstag im November machen. Und es geht also immer mittwochs los mit der Eröffnung und dann mit dem Wettbewerbsprogramm und einem Sonderprogramm. Und an dem Samstag, also an dem dritten Samstag im November, werden wir dann enden. Nächstes Jahr vom 13. bis zum 16.11.2019.